Moin Moin, mein Name ist Nils Witt. Ich wollte heute über ZFS sprechen, das Milliarden-Dollar-Dateisystem. Warum das so heißt, sage ich später nochmal. Ich kenne die Community ja noch nicht so wirklich gut. Ich bin auch vorhin erst vor einer halben Stunde oder so gekommen, weil ich keine Zeit hatte, heute an andere Veranstaltung teilzunehmen. Ich wollte einmal so ein bisschen Gefühl kriegen für die Gruppe. Und, mich würde mal interessieren, einmal Hände hoch, wer von euch hat schon mal von ZFS gehört? Wer hat es schon mal benutzt und wer benutzt es aktuell in Produktion? Okay, also fachkundiges Publikum. Ich sage schon mal vorweg, ich bin selbst kein totaler Experte. Ich habe das nachher noch mal ein bisschen, bisschen genauer auch drin. Habe selber erst 4-5 Monate Erfahrung damit. Aber irgendwie ein paar Sachen gelernt und wollte meine Geschichte so ein bisschen teilen. Mein Vortrag teilt sich im Wesentlichen in zwei Teile auf. Ich will so ein bisschen über die Grundlagen reden. Was ist ZFS? Wie ist das einzuschätzen, auch im Vergleich zu anderen Dateisystemen? Was gehört dazu? Wie ist es zu benutzen? Und dann im zweiten Teil habe ich noch eine Demo. Und ich hoffe, dass die Live-Demo-Götter mit mir sind und dass alles irgendwie glatt geht. Da kann auch einiges schiefgehen. Gucken wir mal, wie das hinhaut. Genau. Und ich springe einfach mal kurz rein mit der Motivation. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe festgestellt, ich habe eine Menge von solchen Bildern, oder zumindest einige von solchen Bildern, bei mir auf meinen Festplatten gefunden. Das sind Bilder, die ich seit 20 Jahren irgendwo liegen habe. Und einige sehen so aus. Und auch Videos haben ähnliche Probleme, dass dann irgendwie die ersten 30 Sekunden laufen durch und plötzlich bleibt das stehen. Und ich bin der Sache mal auf den Grund gegangen, weil es einfach mehr und mehr dazu kam, dass das passiert ist. Und ja, das Stichwort ist eben Silent Data Corruption. Das ist einfach, wenn man, ich sag mal, dem Rechner irgendeine Datei gibt und man fragt 20 Jahre später dann auch die Datei wiederzubekommen und man kriegt nicht exakt die Datei wieder, die man ihm gegeben hat, weil einfach irgendwo ein Bit geflippt ist oder irgendwo still sozusagen sich irgendwie die Daten verändert haben. Die Ursachen dafür können vielfältig sein, das kann irgendwie die Firmware der Festplatte sein, das kann auch tatsächlich kosmische Strahlung sein, die irgendwie für einen Bitflip sorgt. Die Ursachen sind vielfältig. Punkt ist, man kann nichts dagegen tun, dass ein Bit tatsächlich auch mal kippt oder mehrere. Man kann eben nur Software einsetzen, die das erkennt und dann auch Gegenmaßnahmen ergreift. Und das war für mich der Grund, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, weil, ich sag mal, Dateisysteme wie ext4 zum Beispiel, denen gibt man irgendwie seine Datei, die speichern das ab und wenn man dann später danach fragt, geben sie das, was sie dort vorfinden an dieser Adresse. Aber ob das wirklich noch genau das ist, was sie mal abgespeichert haben oder was sie dem Dateisystem gegeben haben, das ist eben unklar. Das ist ein bisschen Glück und ZFS hat da eben Mechanismen, das zu verhindern, dass das passiert. Und das ist der Grund, warum ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Genau, kurz Disclaimer und Anmerkung. Ich habe begrenzte Erfahrungen. Ich habe hier geschrieben, vor 4 Monaten habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und betreibe jetzt auf einem File-Server, einem Backup-File-Server und einem Laptop ZFS. Es kann durchaus sein, dass hier jemand im Publikum sitzt, der sagt, ich habe wesentlich mehr Erfahrung und könnte hier zu den Themen vielleicht auch viel mehr sagen, als der vorne das kann. Wenn jemand so dabei ist, der auch Sachen anmerken möchte, gerne. Mein Beitrag heute richtet sich aber hauptsächlich an Leute, die vielleicht von dem Thema gehört haben, interessiert sind und wissen wollen, wie so der erste oder vielleicht auch der zweite Schritt aussieht in Richtung Produktivsetzung. Wie gesagt, wenn ein Experte dabei ist, höre ich auch gerne zu, wie er vielleicht auch Wortbeiträge noch weiter ergänzen kann. Ich bin auch kein Vollzeitadministrator, ich bin Softwareentwickler, habe eine kleine eigene Firma, habe dort auch ein bisschen administrative Aufgaben, aber ich würde eben nicht sagen, dass ich ein professioneller Administrator bin. Ich weiß mir meistens zu behelfen, aber wie gesagt, bin auch kein Profi. Noch eine weitere Anmerkung zum Thema ZFS allgemein. ZFS ist eben nicht nur ein Dateisystem, auch wenn das im Namen drinsteckt, sondern es ist eben ein ganzes Ökosystem. Darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Alles, was ich jetzt zeige und auch nachher die Live-Demos, ist alles Command-Line-Interface. Es gibt auch grafische Werkzeuge, die einem auch Verwaltung erleichtern. Die benutze ich aktuell nicht und ich habe auch nicht vor, die hier zu zeigen. Also wenn sich jetzt jemand vielleicht abgeschreckt fühlt von den Interfaces, aber die Software nutzen möchte, es gibt durchaus auch Lösungen, die einem den Umgang damit deutlich erleichtern. Aber das ist eben nicht Teil meines Vortrags heute. Mein Ziel für den Vortrag oder meine Ziele sind folgende. Nach dem Vortrag sollten alle möglichst wissen,
wann es sich lohnt, ZFS einzusetzen und vor allen Dingen auch, wann nicht. Weil das, ich glaube, meine Folien, wann man es nicht einsetzen sollte, das haben doppelt so viel Inhalt, wie wann man es machen sollte. Also das ist wichtig zu wissen. Hoffentlich kennt ihr die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit ZFS, weil ZFS ein eigenes, ich sag mal, Vokabular hat. Da sollte man zumindest grob die Dinge einordnen können. Und idealerweise sind einige von euch dann motiviert und sagen, okay, jetzt möchte ich es auch mal ausprobieren. Ich möchte einfach mal, ich setze mir eine virtuelle Maschine auf und spiele mal damit rum und gucke, ob das irgendwie mir auch hilft in meinem Alltag. Was ist ZFS? Ich habe gerade schon angerissen, das ist eben nicht nur ein Dateisystem. Also es ist unter anderem auch ein Dateisystem, wie zum Beispiel X4 und XFS. Es ist aber auch ein Volume Manager, wie zum Beispiel LVM. Es ist auch ein RAID Manager wie MD-Admin. Es ist auch ein Disk Encryption Tool wie Lux und das ist alles in einem Paket. Das ist alles, also man kann auch viele Funktionen, die man in ZFS hat, mit diesen Werkzeugen, die hier genannt sind, einfach nachempfinden. Man kann auch damit RAIDs erstellen, man kann logische Volumes erstellen, man kann auch verschlüsseln. Man hat aber eben, wenn man das nicht mit ZFS macht, hat man eben für die eine Aufgabe das eine Tool. Wenn es um RAIDs geht, muss man eben sich mit MD-Admin auseinandersetzen. Wenn es um Verschlüsselung geht, muss man sich an Lux wenden, hat da eben separate Werkzeuge und Interfaces und so weiter. Das kann man auch durchaus machen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie es ist, wenn man sich so ein Setup zusammenstellt, wie die Frage nach der Silent Data Corruption, ob die erkannt wird, ob die ausreichend beantwortet werden kann oder befriedigend beantwortet werden kann. ButterFS macht das doch, glaube ich, oder? Ich habe mich nur grob mit ButterFS beschäftigt, bevor ich jetzt diesen ZFS-Weg gegangen bin. Ich habe gerade schon kurz eine Diskussion dazu geführt. ButterFS ist so die Linux-Variante oder die Linux-Alternative zu ZFS. ZFS selber hat die Wurzeln eher im Bereich von den BSD-Betriebssystemen und Solaris, also ja, Solaris, da kommt es her. Aber heutzutage hat man den besten Support auch jetzt bei freien Betriebssystemen, bei den BSD-Betriebssystemen. Und Linux ist eben, es gibt vor allen Dingen keine Integration in den Linux-Kernel. Das kann durchaus ein Problem sein. Gut. Ich habe hier kurz einfach mal ein paar Eigenschaften jetzt auf die Folien gebracht, die ZFS mitbringt, einfach mal wahllos. Hier der erste Punkt ist mir eben der wichtigste für meinen Use Case. ZFS stellt die Datenintegrität sicher, macht das mit Merkle Trees, also mit Bäumen aus Hash-Werten, die dann sicherstellen können, dass tatsächlich also jedes Bit, das irgendwo kippt, es kann tatsächlich erkannt werden und auch behoben werden. Deduplication, also Dateien, die mehrfach angelegt sind, können erkannt werden, wobei das Feature extrem hardwarehungrig ist und ich habe es noch nicht benutzt, aber es gibt es. Kompression, das kann durchaus mal sinnvoll sein, wenn man Daten hat, die tatsächlich auch komprimierbar sind, also eben nicht für Filme und Bilder und solche Sachen, aber für andere Dinge, auch gerade für Text zum Beispiel, kann das durchaus sinnvoll sein. Es gibt eine integrierte Verschlüsselung. Das Dateisystem ist ein Copy-on-Write-File-System. Das heißt, auch wenn man Dateien ändert, dann wird nicht die Datei direkt überschrieben, sondern es wird quasi eine Kopie angelegt, die dann geschrieben wird, sodass man auch zum Beispiel Funktionen hat wie Snapshots. Ein Snapshot ist quasi eine Momentaufnahme des Dateisystems zu einer gewissen Uhrzeit. Also man kann tatsächlich sagen, okay, erstelle mir ein Snapshot von meinem Dateisystem und innerhalb von einer Sekunde wird dieser Snapshot erstellt. Und das ist quasi eine Read-Only-Version vom Dateisystem. Das kann extrem nützlich sein für zum Beispiel Backups und für das Klonen von Dateisystemen. Man kann einfach ein laufendes Dateisystem snapshotten und backuppen und muss sich dann nicht drum kümmern, was passiert, wenn irgendwie eine Log-Datei geschrieben wird unterwegs, während man das Backup macht zum Beispiel, sondern man hat quasi genau diesen einen Versionsstand und das ist es dann. Hat eine integrierte RAID-Funktionalität beziehungsweise mehrere. Da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Dadurch, dass ZFS eben auf all diesen Ebenen operiert, die ich vorhin gezeigt habe, also es ist eben nicht nur ein Dateisystem, sondern auch ein Volume Manager, macht auch Verschlüsselung etc., kann RAID extrem schnell auch wiederhergestellt werden. Also wenn man einen konventionellen RAID hat, vielleicht sogar einen Hardware-RAID und man tauscht eine Festplatte aus, dann dauert der Rebuild ja mitunter Tage, weil wirklich jedes Byte der Festplatte beschrieben werden muss. ZFS weiß eben tatsächlich, welche Bytes tatsächlich geschrieben werden müssen. Also wenn man zum Beispiel einen großen RAID hat,
aber nur einen ganz kleinen Teil davon nutzt, dann muss eben auch nur quasi ein Teil der tatsächlich geschriebenen Daten auch auf die neue Festplatte kopiert werden. Das macht es mitunter leichter, wenn man dann tatsächlich mal eine defekte Festplatte hat, das Ganze wiederherzustellen. Denn wenn man ein RAID 5 hat, eine Festplatte fällt aus, dann funktioniert der RAID zwar nach wie vor, die Daten sind nicht weg, aber wenn dann ein zweiter Schaden passiert, dann sind die Daten eben alle weg. Und man möchte also diesen degradierten Zustand möglichst schnell loswerden, idealerweise. Und da hilft eben sowas, wenn man schnell die Daten wiederherstellen kann. Man kann auch on the fly den RAID erweitern. Nicht beliebig, aber man kann zum Beispiel, wenn man, ich sag mal, ein RAID aus 5, 10 Terabyte Festplatten hat, kann man sich weitere 15 Terabyte Festplatten dazu bauen und kann on the fly quasi den RAID erweitern, so die Kapazität verdoppeln. Das ist auch nachher nochmal Teil meiner Live-Demo. Hardware-Anforderungen, ja, man findet viele, viele Weisheiten zum Thema Hardware-Anforderungen. Also gerade als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich häufig gelesen, ja, du brauchst auf jeden Fall einen richtigen Server, du brauchst ECC-Speicher und du solltest auch extrem viel Arbeitsspeicher haben und am besten auch, ich weiß nicht, einen 16-Kern-Prozessor. Sowas habe ich teilweise gelesen. Andere sagen, nee, ich habe hier irgendwie eine kleine virtuelle Maschine, 1 Gig RAM, 2 CPU-Kerne, das geht auch. Ich habe bisher noch keine Probleme festgestellt. Ich betreibe meine ZFS-Datasets alle auf relativ kleinen Maschinen, 4 CPU-Kerne, 4 GB RAM. Ist jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel. Wenn man allerdings mehr Laufwerke hat, wenn man vor allen Dingen auch hardware-erfordernde Features wie Deduplication nutzt, dann da kommen diese Gerüchte sozusagen her oder diese Binsenweisheiten. Dann fängt es an, irgendwann Sinn zu machen, dass man tatsächlich auch vielleicht auch einen Bare-Metal-Server hat und nicht eine virtuelle Maschine, dass man tatsächlich auch, sagen wir mal, 16 Kerne oder noch mehr hat und dann auch vor allen Dingen viel Arbeitsspeicher. Aber für einen konventionellen File-Server, der jetzt nicht extrem leistungsfähig sein muss, ist es durchaus auch. Kann man das durchaus auf einer kleinen Maschine machen. Man sollte keine RAID-Controller verwenden, sondern stattdessen Hostbus-Adapter. Das ist eine Falle, in die man tappen kann. RAID-Controller versuchen selber auch gewisse Probleme vom Betriebssystem quasi zu verheimlichen, oder das kann zumindest passieren. Kann dann auch ZFS durchaus quasi irritieren sozusagen. Also wenn man tatsächlich mit den Onboard, also mal SATA-Ports oder was auch immer man hat, nicht auskommt, dann sollte man Hostbus-Adapter sich besorgen, keine RAID-Controller. So, wann macht ZFS Sinn? Das Wichtigste ist, oder es macht absolut Sinn, wenn man langfristig sicher speichern möchte, und zwar große Datenmengen. Für alles andere macht das eigentlich keinen Sinn. Also ich würde es nicht auf meinem Handy haben wollen zum Beispiel. Oder ich habe es aktuell auf meinem Laptop und werde es aber wahrscheinlich bald wieder runterschmeißen, weil ich dort die Benefits von ZFS nicht so wirklich nutze und das mir aber ein bisschen Ärger macht bei Updates und so. Ab und zu muss ich mich mal um ein paar Dinge kümmern und muss ein paar Snapshots löschen und solche Sachen. Es läuft jetzt soweit, aber würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Aber gerade wenn man einen File-Server hat, riesige Datenmengen hat, wenn man vielleicht viele 100 Terabyte, Petabyte Daten hat, dann macht das durchaus Sinn. Das Dateisystem hat seinen Namen eben von Zettabyte File System, hat es eben von diesen 2 hoch 70 Bytes, die es adressieren kann. Also man hat sehr viel Platz für Daten. Der Adressraum ist sehr, sehr, sehr groß. Dafür kann man es also tatsächlich gut benutzen. Das war so ein bisschen so ein Nebeneffekt, der mir nicht so ganz klar war, als ich angefangen habe, das zu benutzen. Man kann extrem effizient Backups machen. Ich hatte vorher eine Backup-Lösung, bevor ich jetzt diesen Switch gemacht habe. Die basiert auf AirSync und lief soweit, aber die ZFS-Lösung, die ich jetzt habe, ist eben wesentlich flotter. Und AirSync braucht immer eine gewisse Zeit, muss das Dateisystem scannen nach Änderungen und das fällt einfach komplett weg, weil ZFS immer sofort weiß, okay, ich habe hier einen Snapshot von letzter Nacht, ich erstelle einen neuen Snapshot, ich kann einen Diff erstellen und den Diff quasi wegschicken zu einem anderen Server, der kann diesen Diff auflösen und quasi das Dateisystem wiederherstellen, und das ist extrem effizient. Wenn das Versionieren von Dateien relevant ist, dann kann es auch sinnvoll sein, ZFS zu benutzen. Diese Copy-on-Write-Funktionalität ermöglicht es eben, dass man von einer Datei mehrere Versionen haben kann und dann auch einfach zurückrollen kann zum Beispiel. Es gibt Leute, die verzichten auf Git für ihre Versionskontrolle, machen das mit ZFS. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber Versionierung kann durchaus ein Grund sein, auch ZFS zu benutzen.
skalierbare Volumes. Also wenn man heute einen File-Server hat mit, ich weiß nicht, 30 Terabyte Speicher und man weiß aber, dass jedes Jahr wächst das um 10, 20 Terabyte und man möchte aber jetzt nicht schon, ich weiß nicht, die ganz große Lösung haben, sondern man will jetzt erstmal irgendwie mit seinen 30 Terabyte starten, dann kann das auch sinnvoll sein, weil man, wie ich gerade schon erwähnt habe, man kann einfach in einem Jahr oder zwei, wenn die Erfordernisse da sind, kann man den einfach die Volumes vergrößern, ohne dass man irgendeine Migration machen muss. Man kann einfach neue Festplatten dazu stecken und kann die logischen Volumes einfach vergrößern und hat dann mehr Speicherplatz, ohne dass man irgendwas kompliziert migrieren muss. Wann macht es keinen Sinn, das zu benutzen, ZFS zu benutzen? Wenn Spitzenperformance gefordert ist, gerade also beim sequentiellen Lesen, wenn man irgendwie 20 Gigabyte und mehr braucht, dann braucht man zumindest extrem leistungsfähige Hardware, weil ZFS auch immer viel auf den Daten rumrechnet, gerade auch beim Schreiben werden die Hash-Werte errechnet und das reduziert quasi Spitzenperformance. Und auch wenn man jetzt sehr latenzabhängige Anwendungen hat, wenn man, ich weiß nicht, Video-Editing zum Beispiel macht, die Programme sind zum Teil sehr, fordern sehr latenzarme Zugriff auf die Daten. Das kann unter anderem zu Problemen führen, wobei es auch da Gegenmaßnahmen gibt. Aber das wäre zumindest dann nicht meine erste Wahl. Auch wenn man quasi ein Drop-in-Replacement für zum Beispiel X4 möchte, wenn man einfach sagt, okay, ich möchte ZFS benutzen und möchte mich nicht groß damit beschäftigen, wenn das die Idee ist, das klappt auch nicht. ZFS, man muss sich tatsächlich hinsetzen, muss Dokumentation lesen, muss dieses Ökosystem ein Stück weit auch einfach lernen. Das ist nichts, was man mal so eben einfach ändern kann, oder was man mal so eben einfach lernen kann. Das ist diese Aufwandsfrage, die auch steht. Wobei ich habe in Klammern hinter geschrieben, TrueNAS ist ein Betriebssystem, das für File-Server gedacht ist, ist auch BSD-basiert. Und das hat eben viele Management-Interfaces, die den Aufwand auch deutlich reduzieren, die einen auch durch die ganzen administrativen Prozesse durchführt. Ich habe das selbst nicht benutzt. Ich habe mir nochmal Videos angeschaut, wie andere das benutzen. Das scheint etwas anwenderfreundlicher zu sein. Aber ich habe das ist nur Hörensagen, was ich da quasi, wovon ich berichten kann. Wenn man nichts Neues lernen möchte, ist es auch nicht das geeignete Tool sozusagen. Das hatte ich gerade schon erwähnt. Linux-Kernel-Integration, wenn die wichtig ist, wenn das ein relevanter Faktor ist, sollte man auch nicht auf ZFS setzen. Es gibt aktuell kein Kernel-Modul, es wird es auch nicht geben, keine Integration in den Kernel. Das basiert, oder der Grund dafür ist eine Lizenzproblematik. ZFS ist eben nicht GPL-lizenziert und wird daher nie, auf absehbare Zeit und wahrscheinlich niemals in den Kernel selbst integriert. Auch wenn man sehr leistungsschwache Hardware hat, wie ein Raspberry Pi Pico oder sowas, auch dann würde ich auf ZFS definitiv verzichten. Das sind so die wichtigsten Dinge. Einmal ganz kurz zu den Ursprüngen. Wir haben gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Das Dateisystem ist bei Sun Microsystems entwickelt worden. Und da kommt auch der Name meiner Präsentation her. Sun hat das als proprietäre Technologie entwickelt und hat da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt in die Entwicklung. 2001 ging das los, hat es dann 2005 unter dieser CDDL-Lizenz als Teil von Open Solaris das erste Mal veröffentlicht. Und dann gab es erste Versuche, das auch über Fuse unter Linux zum Laufen zu bringen. Die erste native Linux-Implementierung gab es dann 2013 mit ZFS und Linux. Ich bin Ubuntu-Nutzer und für mich ist dann jetzt 2016 relevant. Ubuntu 16.04 kam das erste Mal mit einem ZFS-Kernel sozusagen oder mit einem Modul, das man einfach nutzen konnte. Canonical kümmert sich eben auch um die Pflege von den ZFS-Modulen, sodass ich mich jetzt als Ubuntu-Nutzer ganz gut damit fühle, es zu benutzen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, wie das auch mit anderen Distributionen so ist. Hier noch einmal kurz ein Zitat von Linus Torvalds zu den Lizenzstreitigkeiten. 2020 hat er gesagt: There's no way I can merge any of these ZFS efforts until I get an official letter from Oracle that is signed by their main legal counsel or preferably by Larry Ellison. Don't use ZFS, it's that simple. It was always more of a buzzword than anything else. Also Torvalds selber hat gesagt, wenn mir nicht hier Larry Ellison persönlich einen Brief schreibt, dass ich das integrieren darf, mache ich das nicht. Von daher, das hat mich dazu bewogen zu sagen, wahrscheinlich wird es nie kommen.
Eine Folie zu ButterFS und ZFS. ButterFS ist etwas vereinfacht gesagt, die Bestrebung, Funktion wie ZFS sie hat, auch direkt in Dateisystem zu gießen, das Teil des Linux-Kernels ist. Es ist ein neueres Dateisystem und ist meiner Recherche nach nicht so reif, wie es ZFS ist. Ich habe hier einen Link mal auch mit reingegeben, also auf dem basiert auch im Wesentlichen meine Entscheidung, mich mit ZFS zu beschäftigen und mich nicht mit ButterFS zu beschäftigen. In dem Artikel wird eben viel darüber gesprochen, oder werden einige Beispiele gebracht von Dingen, die eben nicht gut funktionieren, von Features, die in ButterFS fehlerhaft teilweise funktionieren, die zu Datenverlusten führen, insbesondere im Bereich RAID 5, RAID 6 gibt es da wohl Probleme. Also ich habe aber auch Berichte gelesen von Leuten, die sagen, ich benutze seit 5, 6, 7 Jahren ButterFS, habe keine Probleme, es läuft wunderbar. Also ich will da keinen Religionskrieg vom Zaun brechen. Aktuell benutze ich ZFS. Das kann sich auch jederzeit wieder ändern. So viel zum Thema erstmal, was ist ZFS? Welche Bereiche berührt das sozusagen? Was kann man dazu sagen? Jetzt wollte ich kurz nochmal darüber sprechen, wie ZFS zu benutzen ist. Und danach habe ich, wie gesagt, eine kurze Live-Demo. Einmal ganz kurz, wie viel Zeit habe ich noch? Gut, okay. Wie gesagt, ZFS kommt mit seinem eigenen Vokabular. Das muss man ein Stück weit lernen, um sich dann auch bei etwaigen Artikeln und sowas zurechtzufinden und auch Tutorials sinnvoll lesen zu können. Eine grundlegende Einheit ist dieses VDEV, diese Virtual Dev. Ein VDEV ist sozusagen ein logisches Laufwerk, das aus einem physikalischen Laufwerk oder aus mehreren bestehen kann. Aus einem oder mehreren VDEVs kann man dann wiederum Pools erstellen. Und wenn man diese Pools hat, dann kann man darauf ein Dataset erstellen. Dataset ist so ähnlich wie ein Dateisystem, so ähnlich, aber auch wie eine Partition. Also manchmal kommt es mir auch nur so vor wie ein Ordner, den man erstellt. Es gibt keine Sache, die genauso ist in anderen Dateisystemen, die ich bisher benutzt habe. Man sagt einfach, leg mir auf meinem Pool, leg mir da ein Dataset an. Das kommt dann zunächst in Form eines Ordners daher und dieser Ordner hat dann auch Eigenschaften. Man kann zum Beispiel sagen, das Dataset, was ich hier anlege, das hat Komprimierung, das hat irgendwie LZ4-Komprimierung und es ist vielleicht verschlüsselt und dann lege ich ein zweites Dateisystem an, also Dataset an. Das hat eben keine Komprimierung, hat andere Eigenschaften. Und ZFS sorgt dann dafür, dass alles, was da drunter, quasi unter diesem Root sozusagen, passiert, dass es die gleichen Eigenschaften hat. Es sei denn, man entscheidet sich aktiv dagegen. Also man kann dann auch sagen, okay, diese Eigenschaft soll jetzt hier in diesem Teilbaum nicht vererbt werden. Hier soll jetzt keine Komprimierung stattfinden zum Beispiel. Aber ein Dataset hat keine fixe Größe. Also ein Dataset ist nicht wie eine Partition, wo du sagst, okay, das hat jetzt 20 Gigabyte und das bleibt dabei, sondern es kann prinzipiell, wenn man kann sagen, okay, es soll maximal 50 Gigabyte groß werden, aber wenn man das nicht tut, kann ein Dataset erstmal so groß werden wie der gesamte Pool. RAID-Modi, ich habe das hier mal in Klammern gesetzt, gibt es folgende. Also man kann mehrere VDEVs nehmen und die über Mirror Stripe und dann RAID Z 1, 2, 3, 1, 2, 3 kann man die zu Pools zusammen zu VDEVs zusammenfassen. Es gibt eben Mirror, also einfach einen Spiegel, RAID 0, RAID 0. Jemand korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ne? Nee, RAID 1 ist der Mirror, nee. RAID 1 ist Mirror, genau. Ist Stripe. Genau. Und dann RAID Z 1, 2, 3, das ist ja, sowas ähnliches wie RAID 5, das nächste, oder RAID Z1 ist so ähnlich wie RAID 5. Man braucht dafür mindestens drei Laufwerke und dann wird die Informationen werden aufgeteilt auf diese drei Laufwerke, auf quasi Paritätsinformationen werden da berechnet. Und wenn ein Laufwerk ausfällt, dann sind die Informationen nach wie vor da. Und ein Z2 ist dann das gleiche, nur mit einer weiteren Paritätsfestplatte sozusagen, dass dann zwei Festplatten ausfallen können und bei drei ist es dann analog. Da können bis zu drei Laufwerke ausfallen, ohne dass die Daten verloren gehen. Das sind die generellen RAID-Modi. RAID-Rebuilding heißt im ZFS-Universum Resilvering. Muss
muss man einfach mal gehört haben. Und ein Scrub, ein CFS-Scrub ist auch eine wichtige Sache, die man kennen sollte. Das ist nämlich einmal so sozusagen ein Prüflauf, der über alle Daten rübergeht und über die abgespeicherten Checksums prüft, ob alle Daten noch in dem Zustand waren, wie sie waren, als sie dem Dateisystem übergeben wurden. Und in diesem Lauf kann dann auch, können auch Fehler zum Beispiel korrigiert werden. Wenn CFS feststellt, okay, hier gibt es eine Anomalie, dann wird das direkt auch korrigiert in diesem Scrub-Lauf. Die sollte man regelmäßig durchführen, sagen wir mindestens monatlich, weil man auch sonst hat man nichts davon, dass man CFS benutzt, weil es sonst einfach auch zu diesen Bitflips kommen kann und wenn die nicht korrigiert werden, nicht erkannt werden, dann hat man eben nichts von all dem. Es gibt keine Partitionen im klassischen Sinne. Es gibt auch kein MKFS-CFS. Also es gibt ja das MKFS für X4 und alle möglichen Dateisysteme. Für CFS gibt es das nicht, meines Wissens nach. Und man arbeitet auch nicht mit FDisk, um irgendwas zu machen. Sämtliche Interaktionen passieren immer über CFS-eigene Tools. Das war vorhin auch gemeint mit CFS, quasi hat ein eigenes Ökosystem. Hier ist nochmal eine grafische Darstellung von den Begriffen, die gerade erwähnt waren. Hier ganz oben sind eben die physikalischen Laufwerke, 6 Stück hier in der Zahl. In dem Beispiel sind jetzt jeweils 3 zusammengefasst zu einem VDEV. Vermutlich sind das hier RAID Z1, oder würde Sinn machen, das hier als RAID Z1 zu machen. Und man hat 2 VDEVs, die dann zusammen einen Pool ergeben. Und auf dem Pool kann man, hier steht File Systems erstellen, gemeint sind hier die Datasets. Man kann auch Z-Volumes erstellen. Man könnte dann wiederum ein logisches Device erstellen, das man mit X4 zum Beispiel formatiert. Das habe ich noch nicht genutzt. Bisher habe ich eben nur die Datasets genutzt. Aber diese Z-Volumes funktionieren wohl auch sinnvoll. Die Interaktion oder sämtliche Tools, die man braucht, sind eigentlich diese beiden. Z-Pool und ZFS. Z-Pool, in dem Command findet man alle Funktionalitäten, die sich mit der Erstellung von Pools beschäftigen, die sich mit dem Erstellen von Raids erstellen, Raids prüfen, einen Scrub-Lauf durchführen. Solche Sachen sind bei Z-Pool zu finden. Und das ZFS-Command kümmert sich dann um Datasets, also Datasets erstellen, Snapshots erstellen, Snapshots verschicken. Solche Sachen passieren in dem ZFS-Tool. Das ist eigentlich alles, was ich zumindest brauche. Es gibt sicherlich noch weitere Tools, aber das ist das, wenn man das Paket installiert hat, dann hat man diese beiden Werkzeuge und kann damit loslegen. Ich hatte Snapshots vorhin schon kurz erwähnt. Ich beziehe nochmal eine separate Folie dazu. Snapshots sind unveränderliche Read-Only-Versionen sozusagen von einem Dateisystem. Und ich habe eben herausgefunden, ist großartig für Backups. Also ich habe hier unten so ein Standard-Command, was man oft findet zum Backuppen von Daten. Man hat hier eben CFS-Send-Command. Man gibt in den Pool ein Dataset an und den Namen des Snapshots und pipet das einfach durch SSH zu einem anderen Host und der führt dann mit ZFS-Receive, hat er quasi das Gegenstück und empfängt das direkt. Also man kann, wenn man 2 Rechner hat, man möchte ein Backup von Rechner A auf Rechner B machen, kann man diesen Befehl auf Rechner A einfach ausführen. Und sofern Rechner B entsprechend auch ZFS installiert hat, kann man dort einfach das Backup übertragen mit diesem einen Befehl. Gut, so viel zum Thema oder so viel zu den Folien selber. Ich habe jetzt für die Live-Demo eine virtuelle Maschine vorbereitet. Das ist nichts Spannendes, das ist einfach hier. Das ist ein Ubuntu 22, das hat 4 Kerne, 4 GB Arbeitsspeicher und ist ansonsten, ja, hat die ZFS, das ZFS-Paket installiert. Ich bin jetzt hier per SSH drauf. Was hier natürlich auffällt, ist, ich habe hier sehr viele Festplatten. Ich habe hier, ich glaube, 7 oder 8 Festplatten erstellt, jeweils mit 5 GB Kapazität, eben virtuelle Festplatten sozusagen. Und die will ich jetzt nutzen, um mal so ein paar Beispiele durchzuexerzieren. Wie gesagt, was ich hier installiert habe, ist Ubuntu 22.04.1.
Dort kann man einfach das entsprechende ZFS-Paket installieren. Das ist der Befehl, also einfach die ZFS-Utilities. Kann man das lesen? Ich kann's. So ist wahrscheinlich besser, oder? Ja. Mal gucken, ob das nachher alles auf dem Bildschirm passt. Genau. Als erstes würde ich jetzt mal, ich hoffe mal, ich habe hier nichts erstellt. ZFS, nee. Z.Status. Also, er sagt keine Pools aktuell. Ich habe ihm noch nichts erstellt. Ich kann jetzt mit zpool create. Also ich benutze zur Info, weil ich jetzt gerade mal gesehen, ich habe nicht alles getippt, was hier auf dem Bildschirm ist. Ich benutze einfach mit Control A, benutze ich die Sachen aus der History. Das ist wie so ein Koch in der Fernsehsendung, der einfach Sachen schon vorbereitet, einfach aus der Schublade zieht. So habe ich auch die Befehle sozusagen in meiner History. Deswegen habe ich manchmal dann so einen schnellen Zugriff darauf. Genau, ich erstelle hier ein VDEV mit vom Typ RAID Z1, hat den Namen Tank. Irgendwie Tank ist ein üblicher Name im ZFS-Kosmos für einen Pool. Und habe dann hier die drei Geräte, VDB, VDC, VDD. Und müsste jetzt den Pool erstellt haben. Genau, also man kann hier jetzt genau die Informationen eben nochmal sehen. Man hat hier den Pool, der aus einem VDEV besteht. Zu dem VDEV gehören aktuell drei physische Geräte und alles ist online und in Ordnung. Für Linux sieht das jetzt, also fürs Betriebssystem sieht das einfach so aus, dass hier, man hat jetzt einfach tatsächlich, oder /tank, hat man jetzt das einfach gemountet. Das ist jetzt einfach ein leeres Verzeichnis. Man sieht, die Festplatten haben alle 5 GB und ich habe jetzt 9,4 GB nutzbaren Speicher. Das ist einfach jetzt, ne, die eine Festplatte muss man abziehen für die Redundanz. Genau, und so habe ich jetzt das schon erstellt. Was gibt es hier noch zu sehen? Genau. Üblicherweise schaue ich mir Festplatten immer an oder gemountete Dateisysteme mit DF. Jetzt, seitdem ich ZFS nutze, gucke ich auch gerne mal mit dem ZFS-Tool rein, sozusagen ZFS-List. Das hat manchmal noch ein paar mehr Informationen, die wichtig sind. Aktuell gehört das Verzeichnis noch dem Root. Das hole ich mir jetzt einmal. Also mein User hier heißt User. ich hole mir das einmal rüber und kopiere mal. Ich habe hier ein Ubuntu-Image. Das hat, weiß nicht, 1,3 GB, glaube ich. Kopiere das jetzt mal auf den Pool rauf oder auf das Dataset. Und dann werde ich die Maschine gleich mal runterfahren. Und werde eine der Festplatten aus dem Pool rausschmeißen und die Maschine wieder hochfahren, um so den Fehler zu simulieren, sozusagen, dass eine Festplatte ausfällt. Also, genau. Ich habe jetzt hier unter /tank liegt jetzt eben das ISO-Image. Ich kann auch noch mal kurz einen Hash-Wert vielleicht generieren, damit man gucken kann, ob dann wirklich auch alle Daten nachher noch da sind. Wir merken uns mal hier vielleicht die letzten vier Ziffern 3D, 3E. Und gucken, ob da nachher alles noch in Ordnung ist, wenn die Daten wiederhergestellt sind. Ich fahre die Maschine mal runter und schmeiße dir mal eine von den Festplatten raus. Die lässt sich schwer erkennen. Ich habe da links habe ich 7 oder 8 Festplatten und die ersten drei bilden jetzt diesen RAID und ich schmeiße eine davon jetzt mal willkürlich raus. Lösche auch gleich das Image dazu. Ich starte die Maschine erneut und dann müssen sich ZFS gleich beschweren und sagen, oh, hier fehlt irgendwie eine Festplatte in meinem RAID. Er müsste aber nach wie vor noch das Ubuntu-Image haben. Gucken wir mal. Status. Genau. Jetzt sagt er eben, okay, das State ist degraded und er sagt hier, ein oder mehrere Geräte haben Fehler verursacht und ja, das eine Laufwerk ist jetzt faulted. Das war ursprünglich mal VDB und ist jetzt eben weg. Ich habe hoffentlich noch mein Image. Ja, das liegt da noch. Ich kann auch hoffentlich noch den Hash-Wert berechnen. 3D, 3E, okay. Ich habe also noch meine Daten, noch ist nichts weg sozusagen.
Ich habe jetzt ja aber noch diverse weitere Festplatten auch ja schon in der Maschine. Ich kann jetzt einfach per Replace sozusagen die fehlende Festplatte ersetzen. Ich habe jetzt VDB war die ich gelöscht habe, die fehlt. Und ich kann jetzt einfach sagen, okay, Zpool, tausch mir in dem Tank Zpool, tausch mir das Device VDB aus und nimm als Ersatz VDD. Hoffentlich macht er das. Macht er. Und jetzt sieht hier unten wieder alles okay aus. Hier oben informiert er mich, dass er 704 Megabyte resilvert hat, also wiederhergestellt hat. Und das ging relativ schnell. Er hat das eben gerade in der Kürze der Zeit sozusagen gemacht. Ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass hier eine schnelle SSD drin ist, die einfach tatsächlich mehrere Gigabyte pro Sekunde schreiben kann. Aber er hat eben nicht die vollen 5 Gigabyte geschrieben, sondern nur die 704 Megabyte. Also, das funktioniert schon mal recht einfach und zuverlässig, meiner Erfahrung nach bisher zumindest. Was ich jetzt mal machen will im nächsten Schritt ist, ich möchte jetzt am Dateisystem vorbei direkt mal Daten auf dem Block-Device verändern. Sodass quasi, ich will simulieren, dass dieser Bitflip stattgefunden hat. Und ich mache das mit DD natürlich. Ich komme einfach von Dev Random, hole ich mir ein paar Zufallsdaten und schreibe die direkt auf VDB, direkt aufs Block-Device am Dateisystem vorbei. Und ich schreibe 100 Megabyte. Und ich hoffe mal, dass es die passenden 100 Megabyte sind, die dann auch in dem Bereich fallen, wo tatsächlich auch das Image liegt, das Ubuntu-Image. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Megabyte erwischen würde, die nicht daran beteiligt sind, das Ubuntu-Image zu speichern, dann würde der ZFS sagen, ich sehe auch kein Problem, weil einfach da keine relevanten Daten liegen. Okay, ich habe die 100 Megabyte geschrieben. Wenn ich jetzt mir den Status angucke, noch ist nichts passiert. Noch hat er die Information hier von dem Resilvering, und noch ist alles okay. Es liegt daran, dass ich noch keinen Scrub-Lauf habe durchführen können und das noch nicht gemacht habe. Wenn ich jetzt sage, mach mal diesen Prüflauf, dann müsste sich das Ganze ändern. Ja, okay. Puh, Glück gehabt. Die Demo-Götter sind heute mit mir. Also er hat jetzt festgestellt, VDB ist degraded. Da sind irgendwie 16 Checksum-Errors. Und hier oben informiert er mich, dass eben eines meiner Geräte mindestens ein Problem hatte, dass aber die Applikationen auch unaffected sind. Also es läuft alles weiter. Und er fordert mich quasi auf zu prüfen, ob alles in Ordnung ist. Hier informiert er mich nochmal, er hat 8,5 Kilobyte, hat er jetzt wiederhergestellt, in einer Sekunde, kein Fehler. Und wenn alles in Ordnung ist, kann ich einfach mit Zpool Clear, kann ich sagen, okay, ich kann diesen Degraded Status widerrufen. Aber wenn das jetzt, wenn man nicht zufällig gerade per DD irgendwelche Daten auf Block-Devices geschrieben hat und man sieht sowas, dann sollte man alarmiert sein und sagen, okay, VDB, das Laufwerk, was dahinter steckt, hat offenbar irgendwelche Probleme. Ich sollte mal mir eine neue Festplatte besorgen und hier einen Austausch durchführen. Er hat jetzt direkt auch während Scrub lief, hat er auch die Daten wiederhergestellt. Das ist hier diese Meldung. Er hat die 8,5 Kilobyte wiederhergestellt und für ZFS ist das jetzt soweit alles in Ordnung und ich kann einfach weiterarbeiten. Jetzt hier mit Clear, Tank. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Das ist im Prinzip die Sache, die ich haben wollte, die mich dazu bewogen hat, mich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen. Denn genau diese Funktion ist es eben, die verhindert, dass man diese Bitflips hat, dass man diese Bilder hat, die dann nur noch zur Hälfte da sind. Als letztes wollte ich jetzt noch einmal zeigen, wie man so ein Pool erweitern kann. Also ich habe jetzt ja aktuell drei Laufwerke, a 5 GB, die nutzbar aktuell 10 GB zur Verfügung stellen im Rahmen eines RAID Z1. Und ich habe aber noch weitere Laufwerke, das habe ich hier schon gezeigt. Ich habe jetzt hier noch VDE, F, G, H und so weiter. Und ich wollte jetzt gerne nochmal mit Zpool Add. Über Zpool Add kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich möchte ein weiteres VDEV dem Pool hinzufügen. Das VDEV muss auch ein RAID Z1 sein und es muss die gleichen Eigenschaften haben. Es muss gleich groß sein, die gleichen Laufwerke haben, also die gleichen Kapazitäten haben. Ich könnte jetzt nicht hier Laufwerke hinzufügen, die doppelt so viel Kapazität haben und erwarten, dass der Pool am Ende auch dann quasi dreimal so viel Kapazität hat oder sowas. Also man muss darauf achten, dass man die gleichen Kapazitäten hat und man muss auch die gleiche Art von Pool hier, von VDEV erstellen.
Wenn man das hat, kann man aber relativ problemlos. Oh, nee, ich habe die falschen Laufwerke hier genutzt. Was haben wir denn? VDE, VDF, VDG, genau. Und es geht relativ schnell, auch mit größeren Laufwerken. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Laufwerke nur 5 GB groß sind, dass es alles so flott geht. Und jetzt kann man sehen, habe ich hier eben nicht nur ein VDF, sondern zwei. Und ich müsste auch schon die größere Kapazität haben. Genau, ich habe jetzt statt, was war es vorhin, statt 9,4 GB, habe ich jetzt 17,3 GB nutzbaren Speicher hier. Und der Mount Point war die ganze Zeit da. Es wurde nichts, also wenn da theoretisch Daten drauf liegen und eine Anwendung nutzt gerade die Daten, man muss nichts dismounten. Die Anwendung kann einfach weiterlaufen. Man kann diese Erweiterung einfach on the fly machen. Das ist, glaube ich, auch, kann durchaus nützlich sein, wenn man im Enterprise-Bereich tätig ist und einfach Uptime eine wichtige Eigenschaft ist. Vielleicht noch als eine letzte kleine Sache. Ich wollte noch mal kurz ein verschlüsseltes Dataset erstellen. Nee. Mit ZFS Create kann man eben Datasets erstellen. Man kann im einfachsten Falle nutzt man einfach nur, also gibt man einfach nur den Namen an und den Pool, also hier das, was hier ganz hinten steht, Tank Encrypted, also einfach der Poolname und der Name des Datasets. Und man erstellt dann ein neues Dataset, aber ich möchte jetzt verschlüsseltes erstellen. Also muss ich hier ein paar Optionen angeben, nämlich Verschlüsselung an, wo soll der Schlüssel herkommen, nämlich vom Prompt, und ich möchte ein Passphrase haben. Ja, wenn ich das mache, kann ich einfach ein Passwort angeben. Zweimal. Und habe dann hoffentlich ein weiteres Dataset. Genau, ich habe jetzt quasi das Basis-Dataset und habe dann darunter noch ein Encrypted-Dataset. Das ist auch schon direkt gemountet. Und sieht jetzt erstmal rein äußerlich nicht anders aus. Ich kann jetzt aber zum Beispiel, wenn ich es anmounte, nicht Tank, sondern Encrypted. Wie hieß das? Encrypted List. Und wenn ich jetzt den Key unloade, also aktuell ist der Key quasi gespeichert, wenn ich den jetzt unloade, ist der Key raus und ich kann jetzt aktuell das Ganze nicht nochmal mounten. Wenn ich jetzt versuche, das zu mounten, sagt er, okay, ich habe keinen Schlüssel, ich kann es nicht mounten und ich muss erst den Key wieder laden. Nicht unload. Load Key. Und jetzt kann ich das Ganze auch wieder mounten. Ist nichts super Spektakuläres, ist einfach relativ problemlos zu benutzen. Was für mich relevant ist, ich benutze es tatsächlich. Ich habe Datasets, die verschlüsselt sind und andere, die nicht verschlüsselt sind. Und bevor ich ZFS genutzt habe, musste ich mich eben immer entscheiden, wie viel von meinem Speicher möchte ich verschlüsselt haben und wie viel eben nicht. Und durch ZFS kann ich jetzt einfach nur sagen, ich habe zwei Datasets, das eine ist so, das andere so. Und die können beliebig wachsen, solange ich den nicht irgendwie dem Riegel vorschiebe, können die beliebig wachsen und jedes Dataset kann so viel Platz annehmen, wie es braucht, ohne dass ich jetzt irgendwann umschiften muss und irgendwie migrieren muss und neue Partitionen anlegen muss und so. Das fand ich für mich sehr, sehr nützlich. Genau, das sind die Sachen, die ich zeigen wollte im Rahmen der Live-Demo. Ich habe jetzt noch kurz ein paar Folien, dann bin ich aber auch fertig. Wie viel Zeit ist jetzt gerade noch? Okay, ja, so viel Zeit werde ich nicht brauchen. Es gibt noch weiterführende Themen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe. Es gibt zum Beispiel ein ZFS Intent Log oder SLOG heißt es auch manchmal. Da geht es darum, dass im Fall eines Stromausfalls, dass das, was ZFS gerade gemacht hat oder im Begriff war zu tun, das ist quasi gespeichert, dieser Intent, sodass, wenn es zum Stromausfall kommt, ist das nach wie vor gespeichert und ZFS kann dann, wenn die Maschine wieder hochfährt, kann eben nachvollziehen, was es gerade im Begriff war zu machen, wie weit es gekommen ist und kann die Operation zu Ende führen. Ich habe damit aber noch, also mit all diesen Themen habe ich keine Erfahrung, ich habe eben nur darüber gelesen. Dann gibt es ARC und Level 2 ARC. Das sind Replacement Cache, also da geht es darum, es ist quasi ein Lese-Cache. Wenn ich zum Beispiel in einem Teil von meinem Dataset irgendwo gerade ganz aktiv tätig bin und ein Videobearbeitungsprojekt habe, dann können diese Daten im Arbeitsspeicher gehalten werden. Da kommt auch dieses Gerücht her, man braucht ganz viel Arbeitsspeicher, hunderte von Gigabyte am besten.
Wenn man das hat, kann man das nutzen, eben als Cache. Dann werden die Daten direkt aus dem Arbeitsspeicher gelesen. Man kann extrem schnell mit kurzen Latenzen darauf zugreifen. Und dieser Level-2-Arc, das ist quasi das Gleiche, nur dass man das nicht im Arbeitsspeicher hält, sondern üblicherweise auf eine SSD. Also der Gedanke ist, ich habe 100 Gigabyte auf Festplatten und dann habe ich aber noch einen Level-2-Arc, nochmal, ich weiß nicht, einen Terabyte auf SSDs. Und dieser eine Terabyte wird genutzt, um Sachen zwischenzuspeichern, zu cachen. Also die Sachen, die häufig gelesen werden. Es gibt auch noch Special Devices. Man kann eben noch Metadaten separat abspeichern, dass die nicht auf den anderen Devices liegen. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Auch Z-Vaults, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Man kann quasi auch wieder ein logisches Gerät sozusagen erstellen auf so einem ZFS-Pool und kann dann da wieder ext4 zum Beispiel drauf machen. Ich weiß offen gestanden nicht, wofür man das benutzt, aber das gibt es auch. Genau, und als letztes habe ich noch ein paar Referenzen. Erstmal ganz viele YouTube-Videos, die tatsächlich den Einstieg recht leicht machen. Hier der erste ist besonders zu empfehlen, ZFS for Beginners. Da einer der Maintainer von ZFS gibt da einen Talk für Anfänger tatsächlich. Dann habe ich hier ein Video, in dem haarklein erklärt wird, wie so ein inkrementelles Backup über SSH funktioniert, also mit Hilfe von Snapshots. Hier ZFS, Billion Dollar File System, auch nochmal eine ganz gute Erklärung, was das eigentlich ist. Und das vierte letztlich auch. Also das sind alles gute Videos, die einmal einem Einstieg geben und dann auch das Thema inkrementelle Backups sehr genau erläutern. Für Leute, die lieber lesen wollen, es gibt eben auch diverse Guides und so weiter. Ich habe viel gelesen von diesem Jim Salter von Ars Technica. Insbesondere dieses Understanding ZFS, Storage and Performance. Das geht dann auch deutlich tiefer. Da geht es dann auch darum, was für Performance kann man erwarten, wenn man gewisse Konfiguration hat. Und hier unten hat auch ein Quick Start Guide für Native Encryption. Das ist das, was ich gerade angeteasert habe, ganz kurz. Das wird dann noch ausführlicher erklärt. Achso, vielleicht nochmal eine ganz kurze Information. Da ZFS eben den gesamten Software-Stack sozusagen umfasst, kann man, wenn man ein verschlüsseltes Dataset hat, kann man das ohne weiteres zu jemandem backuppen, dem man nicht vertraut. Also man könnte sagen, okay, ich möchte mein verschlüsseltes Dataset zu, ich weiß nicht, zu AWS oder sowas backuppen oder wer auch immer das anbietet, zu irgendeinem Dienstanbieter, den ich nicht kenne. Und man kann das eben machen, indem man immer nur die verschlüsselten Snapshots überträgt und dort nie quasi den Schlüssel zum Entschlüsseln hingibt, dann hat auch der Dienstanbieter keine Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen. Und das Charmante ist eben auch, dass inkrementelle Backups funktionieren, dass man einfach, wenn man nur 1 GB ändert im Backup oder von Backup zu Backup, muss auch nur 1 GB übertragen werden. Also das ist tatsächlich ganz charmant, wenn man extern Backups auch ablegen will und da sensible Daten hat. Noch zwei Videos. Ich weiß nicht, ob jemand hier Linus Tech Tips kennt, den YouTube-Kanal. Die machen auch, betreiben ihre Server auch mit ZFS beziehungsweise mit TrueNAS. Und für die es nicht kennen, das ist einer der größten Tech-Channels auf YouTube und die kriegen eben von den Hardwareherstellern extrem viel zur Verfügung gestellt und auch die ganz großen Server und die ganz großen SSDs und bauen dann daraus eben File-Server, die wir uns so gar nicht, also ich mir zumindest kaum vorstellen kann. Und ja, das sind irgendwie witzige Videos, die so ein bisschen zeigen, wie weit man das Ganze treiben kann, wie groß die Sachen auch werden. Also sie bauen dann tatsächlich auch Server mit 80 Festplatten und mehr und machen das, verbinden das alles mittels ZFS. Und das ist unterhaltsam. Das ist jetzt nicht so lehrreich, aber es ist einfach unterhaltsam. Genau, ich glaube, das war meine letzte Folie. Soweit von mir. Gibt es irgendwie Anmerkungen, Fragen, die man was zu sagen? Ja. Bitflip-Sicherheit, kriege ich die erst im Prinzip mit dem RAID oder Nee, mache ich nee, nee. die Also eigentlich auch wenn man mit den Caches? ein Laufwerk hat, hat man das auch schon. Ja. Da wäre nur tatsächlich ist das eins der Dinge, wo man eventuell dann ICC haben will. Also also bei dem ganzen Pro, Contra, kann man ICC für ZFS oder nicht, ist, glaube ich, eins der Dinger, das ICC noch eher hilft, um, ne? Weil ZFS aus dem Bitflip. Bitte auch im Ramflip. Genau.
Ja, aber das gilt im Prinzip für alle Dateisysteme. Das ist nichts ZFS-spezifisches, aber ja. Also ich betreibe es tatsächlich auch auf einem richtigen Server mit ECC-Speicher. Aber man muss es keineswegs machen, aber üblicherweise, wenn man ZFS nutzt, dann möchte man eben auch diese Datensicherheit haben und dann macht ECC Sinn, aber es gibt jetzt kein Muss oder so. Vielleicht noch eine andere, der BSD-Mensch in mir zwingt mich einfach zu sagen, wenn man sich ZFS anschauen will, sollte man sich durchaus mal auf FreeBSD anschauen, weil das ja ist so gerade so die, neben dem, was im Lumos-Umfeld ist, so mit die ultimative. Also ich hab auch ein bisschen rumgespielt mit ZFS on Root. Da geht es eben darum, das Betriebssystem auf ZFS zu haben. Das gibt einem interessante Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, man möchte ein Update installieren, in meinem Fall vielleicht mal von Ubuntu 20.04 auf 22.04, und bei so einem großen Update kann immer viel schief gehen. Und theoretisch hatte ich mir erhofft, dass ZFS on Root mir das ermöglicht, das Update zu machen, damit zu arbeiten, zu gucken, ob die Dinge funktionieren, wie ich mir das erwarte. Und wenn es nicht der Fall ist, einfach zurückzurollen über diese Snapshots, zu sagen, nee, okay, hier ab da möchte ich alle quasi den Zustand wegschmeißen, ich möchte zu dem Snapshot zurückkehren, der vor dem Update aktuell war. Unter BSD funktioniert das, glaube ich, sehr gut, habe ich zumindest gelesen. Wichtig ist FreeBSD, weil das ist das einzige der BSD ist, was ZFS so in dieser Form hat. Und dann ist das Boot Environments, ja. Genau. Mit BEADR. Und genau, und unter Linux habe ich damit gearbeitet. Es geht im Prinzip, aber ich habe dann doch oft, stand dann doch oft im Bootprompt und sagte, hat er irgendwie Kernel Panics und so weiter. Und so, oh. Also das ist, kann ich nicht empfehlen. Also da sollte man tatsächlich FreeBSD dann nutzen, wenn einem das wichtig ist. Da waren noch ein paar Kanälen. Zum einen war dem Anwender nicht ganz klar, wie das Ziel aussieht. Es scheint ja dann beim Kontos gezeigt, dass für das Backup irgendwie keine Teilzeile geschrieben wird, sondern das Dateisystem wird zum Dateisystem geschrieben. Ja, wie ist das? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Du hast Ach so, ja, ja. Ach so, auf was das Ziel ist, ja, das ist eine andere Maschine. Ach so, das hätte ich vielleicht nochmal deutlicher sagen sollen. Ich hatte kurz erwähnt, Maschine A, Maschine B, und man macht ein Backup. Also die Idee dort ist, man hat einen File-Server, einen ZFS-File-Server, man erstellt einen Snapshot, man hat einen Backup-File-Server, sage ich mal, der hat auch ZFS. Man kann dann einfach per ZFS send, da wird einfach ein Stream erstellt, den kann man theoretisch auch in der Datei schreiben. Man kann es einfach in eine Datei pipen, die Datei übertragen und dann hättest du auch quasi das inkrementelle Backup in einer Datei. Man kann es aber auch direkt per SSH zu einer anderen Maschine durchpipen sozusagen und dort per SSH, per ZFS receive diesen Stream entgegennehmen und direkt quasi abspeichern auf der Zielmaschine. Also da geht es darum, tatsächlich von Maschine A zu Maschine B ein Backup zu erstellen, ein inkrementelles Backup. Es ist zunächst mal ein Snapshot, der dann dort ist, ein Read-Only-File-System. Das kannst du aber auch, du kannst es mounten und auch verändern, aber der Snapshot bleibt erstmal so, wie er ist. Du hast dann genau die Bytes sozusagen, die du backuppen wolltest, sind dann dort. Man kann aber auch, wenn es dann zum Beispiel zur Katastrophe kommt, der File-Server ausfällt, könnte man den Backup-File-Server einfach, könnte dort einfach weiterarbeiten. Man könnte das einfach mounten und dann dort auch Änderungen ins Dateisystem reinschreiben. Weiterer User möchte gerne wissen, ob er Dateien aus dem ZFS-System dann irgendwie via Samba anderen Rechnern zur Verfügung stellen kann. Gibt es da bestimmte besondere Befehle, die man. Nee, also ich habe zwar vorhin erwähnt, dass das ZFS sein eigenes Ökosystem hat oder ist, aber natürlich ist ZFS voll POSIX-kompatibel und man kann einfach Samba weiter benutzen, ohne dass man jetzt irgendwas Besonderes machen muss, wenn man ZFS nutzt. Samba ist es ja egal, ob jetzt die Daten auf einem X4-Dateisystem liegen oder ZFS oder ButterFS oder was auch immer. Das ist ja über die Abstraktion durch den Kernel quasi sichergestellt. Also ich benutze es tatsächlich auch, Samba, habe dafür aber keine Änderung vorgenommen nach der Migration. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Es ist jetzt im Chat keine Fragen mehr. Dann vielen Dank für den Vortrag. Ja, gerne.
Und dann geht es morgen früh bei uns weiter, ab 10 Uhr mit dem nächsten, dann mit dem Software Video Frühstück und ab 11 Uhr dann mit dem